Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir alles vorbereitet dafür, dass wir ein neues Schienensystem dass wir Tram endlich bauen können. Und heute ist es soweit, wir eröffnen die neuen Tram-Systeme. Dafür werden hier jetzt extra neue Tram-Stationen auch gebaut, die dort liegen, wo noch vielleicht nichts liegt auch, aber einfach damit auch die Systeme dementsprechend für die Zukunft vorbereitet sind, müssen überall Tram-Bahnhöfe gebaut werden, wo noch nichts anderes verbaut ist. Ich würde sagen, das wird reicht schon. Bedeutet, wir machen jetzt neue Linie und das ist die München Tram 1 oder nee, 1R. Und dann tun wir, wo ist die 1R da? Haltestellen hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Dann machen wir eine neue Linie. Die nennen wir München Tram 1 links. Im Grunde wie die andere 1, 2. Kann das Autospeichern fertig sein? 3, 4, 5, 6. Perfekt. Dann kommt eine neue Linie. Das ist die München Tram 2 links. Die geht. Nein, oh Mann. Hier, die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt noch eine neue. Die München. Man sollte erst einen tippen, ne? München Tram 2 rechts. Dann kommt 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Dann ist ja alles ready. Dann brauchen wir noch einen Platz für die Tram-Einfahrt. Für die Wegpunkte hier, so Tram. Tram-Depot. So. Dann tun wir mal Trams kaufen. Was haben wir denn Schönes? Alten und die neuen und dann hier die Wiener. Nehmen wir die Variante und jetzt gibt es erstmal für jede Richtung eine, würde ich sagen. Bedeutet 1, 2, 3, 4. So, jetzt sind alle unterwegs. Sollte jetzt hoffentlich noch besser funktionieren wie sonst. Und vielleicht kann es in Zukunft die Busse ablösen. Immerhin haben wir eine Kapazität von 16. Der Bus hat 8. Das ist das Doppelte. Klar, du kannst sie überfahren lassen, wo keine Tramgleise sind, aber sie können das System aufnehmen. Ach ja, da will jemand mit der Tram fahren zum Beispiel schon. Es wird vielleicht am Anfang ein Minusgeschäft auch sein, aber es ist die Zukunft, die wir da herausholen wollen. Das ist alles. Die Dinger sind eigentlich schneller, stabiler und haben eine höhere Kapazität im Gegensatz zu Bussen. Was es natürlich vorteilhaft macht, ne? Mit 8 Millionen Einnahmen stehen wir echt gut da. Wo ist unsere
da, Hauptquartier. Der Wert ist nach oben geschossen, genauso wie unser Kontostand. Gleise sind... Wie viel sind denn das jetzt hier? Gesamt... Gesamt... Ich will eigentlich nur wissen... Ertrag. Ah, das ist der Ertrag hier. Das sind die Städte. Bevölkerung. Gewachsen, gewachsen, gewachsen. Es ist erst... Ach, es ist das Jahr, kann es sein. 32... Ich denke mal, 32 Kilometer an Schienennetz. Tunnel haben wir noch nicht viel gebaut. Hochgeschwindigkeit haben wir natürlich noch nicht. Brücken haben wir minimal. Elektrisch haben wir nichts, glaube ich. Am Hauptquartier kann ich aber auch nichts verändern, oder? Ah, hier, Schelke. Gleise gesamt. 32 Kilometer, ja. Nicht schlecht. Aber die Stadt, die lebt ja gut gerade. Ich glaube, München dürfte jetzt bald einen Aufschwung sehen mit den neuen Systemen, die man hier etabliert. Wir liefern aber trotzdem nicht genug Werkzeuge. Na, das ist jetzt... Wenn ich vielleicht merken sollte. Vielleicht sollte man das doch aufteilen. Weil die haben auch nicht immer alles auf Vorrat. Und dann... Das ist natürlich auch blöd, wenn man wieder alles aufteilen muss, ne? Sind es vielleicht noch alte Fahrzeuge, die hier fahren? Schaut so aus. München Werkzeug hat noch alte Fahrzeuge. München Werkzeug. Wo ist denn das? Hier ist blind. Ah, da unten ist es so. Eigentlich wollte ich da bei München Werkzeug mir die Fahrzeuge mal nehmen. Ersetzen. Durch was Moderneres. Dadurch ist jetzt nicht die Transportmenge auch höher, die hier verfahren werden kann, hoffentlich. Und dadurch auch dann der Umsatz höher. Der Verkehr steigt natürlich auch dauernd weiterhin, aber hey. Was willst du machen? Eine neue Baureihe ist draußen und ein neues Flugzeug. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Wir sollten überlegen, ob wir von Reffen nicht nach mal Tübingen fahren. Aber wir setzen wir echt stabil. Ne? Das ist extrem lustig. Weil ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich will nicht, ob ich hier jetzt eine Schiene... Obwohl, ich könnte einfach hier eine Schiene durchziehen, die Züge hier noch mehr pendeln lassen, dafür mehr Züge reinsetzen. Dann hier noch einen kleinen Zug hin. Und die Rest, die Stadt zum Beispiel dann unten in München noch, in Siegburg anschließen, dass sie da reinfährt. Und genau, wir fahren von hier aus nach da runter, nach hier hin. Von hier fahren wir nach Tübingen. Tübingen wird mit einem Bus verbunden. Oder beziehungsweise Rating. Und dann kümmern wir uns um das System hier hinten, dass wir die ganzen Städte anschließen. Und dann wird ein Flugzeug von Fürstenau bis nach Ding fliegen. Bis nach Siegburg. Da brauchen wir einen Flughafen hin, würde ich sagen. Das ist gleich eine ganz coole Idee. Was ich ja gerne mache, wir haben jetzt Werkzeuge, aber wir haben nicht das Gear. Wo kriege ich denn das hier zum Beispiel? Suchen. Da, hier, da brauche ich aber Holz für. Uff. Und Stahl. Oder Stahl muss ich hier. Oh, das. Obwohl, das hätte ich hier in der Umgebung. Aber es ist trotzdem uncool, wenn man es so sieht, ne? Habe ich das nicht hier auf Vorder? Hier hätte ich es. Da muss ich aber. Was für haben? Silver Bars. Dafür muss ich jetzt mal Silber besitzen, oder wie? Silbererz, und zwar in Tonnen. Wo kriege ich denn Silbererz her? Zum Beispiel hier unten. Geil, dass es wieder 3 Kilometer weit entfernt ist. Das wäre was ich fliegen würde. Obwohl, hier ist eine Silbermine auch. Zur Info. Wie geht's der Stadt? Also ich glaube, was man auf jeden Fall merken kann, ist, dass die... Huch, die haben gerade die äußere Straße geupgradet. Oder ist einfach neue Area. Die ganzen Straßen werden geupgradet. Ich glaube, wir haben eine neue Area, also ein neues Zeitalter. Weil die Straßen wurden geupgradet. Das ist gerade irgendwie lustig.
Hier zwar noch nicht. Aber da vorne, die Straßen wurden geupgradet. Ist das, wir helfen einfach mit jetzt. Wir machen hier Upgrades. Upgrade auf neue Straßen hier. Ach, da sieht man uns an. Ich überlege gerade, ob ich die. Ich tue gerade die ganzen Innenstadt-Sachen ein bisschen ausbauen. So. Dadurch haben wir die erste dicke Straße in die Stadt gesetzt. Was Fahrzeugen natürlich ermöglicht, auch an den einzelnen Fahrzeugen vorbeizugehen. Und ihnen hoffentlich zeigt, was für eine Supreme-Macht wir hier jetzt haben. Dass wir das weiterhin ausbauen müssen. Was? Fahrzeuge-Emissionen können das Stadtwachstum bremsen. Ein Layer zeigt dir die Emission an. Oh. Okay, die Stadt hat natürlich Emissionen jetzt ohne Ende. Aber was erwarten denn die? Aktuell. Da sehen wir live, wie sie sich entwickelt. Hier ist es 40, hier ist es 70. Wenn du den Zug hast, der kommt, dann ist es 90, okay. Und wir lassen den Zug direkt auf die Stadt klettern. Kann man da was gegen machen? Gibt es sowas wie Assets, die das regulieren? Oh lol, hä? Das finde ich lustig, dass ich die Dinger bauen kann, aber okay. Map Tools, da kann ich die Farbe verändern. Flughafen. Bitte Flughafen, kann man das nicht kombinieren? Außerdem muss ein Flughafen eher dann hier unten hin. Die Städte bauen sich alle gerade rapide um. Ich hatte mit dem 100 hatte mich bestimmt gut. Jetzt kommen die ganzen Leute hier hin, schauen wir mal, wo die alle hin wollen. Ah, ich glaube, da wollen die meisten fahren immer noch mit dem Bus. Die meisten benutzen noch den Bus. Oh, guck mal, hier sind noch mehr. Jetzt tauschen sie aber hier aus. Du, jetzt wird es interessant. Aber ich will trotzdem sagen, dass wir jetzt erstmal schauen, dass wir die zwei Städte noch anschließen. Der kriegt einen Endbahnhof hin. Gebäude, Endbahnhof. Zweigleisig, den gehen wir gleich auf 240 hoch. So, und dann Seitenbahnhof 240. So. Den lassen wir dann schön ausholen und dann da rumfahren. Also der muss hier so rum. Jetzt machen wir es ganz einfach. Wir bauen hier jetzt die Straßen auch schon mal um. Hier unten, weil es mir gerade auffällt. Oh, warte mal. Ist das eine kleine Straße? Das ist eine kleine Einbahnstraße. Jetzt wird es lustig. Kleine Landstraße. Wir reißen jetzt hier den Gang ab.
Straßen wird jetzt hier angebaut. Und wird hier angeschlossen? Perfekt. Ja, das ist doch schon mal gut. Und das müssen wir auch noch irgendwie lösen, so dass das nur ein... Oder machen wir einfach eine schöne Brücke drüber und dann wird das hier hinten... so schön angeschlossen. Dann ist es auch wieder am System. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.